Die 15 Gebete der heiligen Brigitta von Schweden, im göttlichen Willen gebetet. Die Verheißungen, die Jesus zu diesen Gebeten gibt, sind so großartig, dass ich sie kurz erwähnen möchte. Er sagt, wer diese Gebete während eines Jahres jeden Tag verrichtet, wird 15 Seelen aus seiner Verwandtschaft aus dem Fegefeuer erlösen. 15 Gerechte aus seiner Verwandtschaft werden die Gnade der Beharrlichkeit erlangen. Und 15 Sünder aus seiner Verwandtschaft werden sich bekehren. Die Seele selbst, welche sie betet, wird dem obersten Chor der heiligen Engel zugeführt. Kurz vor ihrem Tode werde ich ihr meinen kostbaren Leib reichen, damit sie vor dem ewigen Hunger bewahrt werde und mein kostbares Blut zu trinken geben, um sie vor dem ewigen Durst zu beschützen. Vor ihrem Tode wird sie eine große Erkenntnis ihrer Sünden und bittere Reue erhalten. Ich werde das Siegeszeichen meines Kreuzes zwischen sie und den bösen Feind stellen. Mit meiner lieben Mutter werde ich kommen, die Seele in Gnade aufzunehmen und in die ewige Freude zu führen. Im Himmel wird sie eine besondere Erkenntnis meiner Gottheit erhalten, welche ich denen nicht mitteile, die diese Gebete nicht verrichten. Ich erbitte alle Gnaden Gottes, dich Maria, um diese Gebete jetzt im heiligen Willen zu beten, in und für alle Geschöpfe Gottes aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, damit sich der göttliche Wille manifestiere in der gesamten Schöpfung nach Gottes göttlichem Plan und Vorsehung nach seiner Zeit. Amen. Das erste Gebet. O Herr Jesus Christus, du bist die ewige Seligkeit jener Menschen, die dich lieben. Du bist der Jubel, der alle Freuden und alle Wünsche übersteigt. Du bist das Heil und der Freund der büßenden Sünder. In der Fülle der Zeit bist du für uns Mensch geworden. Du sagtest dir selbst, dass es deine Wonne sei, bei den Menschenkindern zu wohnen. Erinnere dich an das umfassende, vorausschauende Wissen, über das du seit deiner Empfängnis in deiner Menschennatur verfügt hast. Zur festgelegten Zeit begann dein äußerst dringendes, heilsames Leiden, so wie es im göttlichen Herzen von Ewigkeit her vorausbestimmt war. Erinnere dich an die Traurigkeit und Bitternis, die du, wie du selber bezeugtest, in deiner Seele hattest. Du sagtest ja, betrübt ist meine Seele bis zum Tod. Mein geliebter Herr Jesus, in und mit und für alle deine Geschöpfe, liebe ich dich und danke dir, preise dich und verbeuge mich vor allem, was du erlitten und vollbracht hast. Beim letzten Abendmahl hast du deinen Jüngern dein Fleisch und dein Blut gegeben. Du hast ihnen die Füße gewaschen und hast ihnen dein bevorstehendes Leiden vorhergesagt und sie dabei zärtlich getröstet. Erinnere dich an die Furcht, Angst und Schmerzen, die du an deinem zarten Leib vor deinem Kreuzesleiden geduldig ertragen hast. Du hast dreimal gebetet und dabei Blut geschwitzt. Dein eigener Jünger hatte dich verraten. Das auserwählte Volk nahm dich gefangen. Falsche Zeugen klagten dich an. Von drei Richtern wurdest du ungerecht verurteilt. In der auserwählten Stadt. In der österlichen Zeit. In der Vollkraft deiner Jugend wurdest du schuldlos verworfen. Du wurdest verraten. Du wurdest angespuckt. Dein eigenes Gewand wurde dir ausgezogen. Fremde Kleider gab man dir. Man schlug dich mit Fäusten. Man verhüllte deine Augen und dein Gesicht. Man gab dir Backenstreiche. Man band dich an eine Säule. Du wurdest gegeißelt. Schrecklich. Du wurdest mit Dornen gekrönt. Und noch viele andere Folterungen wurden dir, unserem göttlichen Herrn, angetan. O liebreichster Herr Jesus, erinnere dich an diese Leiden und Martern vor der eigentlichen Kreuzigung. Gib uns daher, wir bitten dich, vor unserem Tod eine wahre Reue, eine aufrichtige Beichte, eine würdige Genugtuung und die Vergebung all unserer Sünden. Amen. Gegrüßt seist du, liebreichster Jesus Christus, habe Erbarmen mit allen Sündern.
Für alle deine Geschöpfe liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das zweite Gebet. O Herr Jesus, du bist die wahre Freiheit der Engel und das Paradies der Seligkeit. In und mit und für alle deine Geschöpfe aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Herr, danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge mich vor all dem, Herr, was du für uns erlitten hast und vollbracht hast. Erinnere dich an das schreckliche Grauen, das dich überfiel, als alle deine Feinde dich wie wildeste Löwen umringten und mit Fäusten schlugen. Sie bespuckten dich, beschmierten dich und quälten dich mit anderen unerhörten Martern. Und seiner größten Schmach schlugen sie dich mit Geißeln. Alle deine Feinde quälten dich aufs Grauenhafteste. Ich flehe dich an, Herr. Befreie all deine Geschöpfe von allen unseren sichtbaren und unsichtbaren Feinden und gib, dass wir unter dem Schatten deiner schützenden Flügel das ewige Heil finden. Amen. Für alle deine Geschöpfe, Herr, liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus. Habe Erbarmen mit allen Sündern. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das dritte Gebet. O Herr Jesus, du Urheber und Schöpfer der Welt, den kein endliches Maß auszumessen vermag. Die Erde umfasstest du mit deiner Hand. In und mit und für alle deine Geschöpfe, Herr, danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge mich, Herr, vor allem, was du erlitten und für uns vollbracht hast, Herr. Erinnere dich an deine bittersten Schmerzen, die du ertragen hast, als deine heiligsten Hände mit stumpfen Nägeln ans Kreuz geheftet wurden, als dann deine zartesten Füße nicht an die verborgenen Löcher passten, fügten sie rücksichtslos deinen Wunden Schmerzen über Schmerzen zu. Sie zerrten und streckten dich der Länge und Breite nach auf deinem Kreuz so sehr, dass alle Glieder deines Körpers auseinandergerissen wurden. Erinnere dich an diese heiligsten und bittersten Schmerzen auf dem Kreuz und gib uns daher, wir flehen dich an, Ehrfurcht und deine Liebe. Für alle deine Geschöpfe, Herr, liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus, habe Erbarmen mit allen Sündern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Viertes Gebet. O geliebter Jesus, du bist der himmlische Arzt. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge mich vor allem, was du erlitten und für uns vollbracht hast, Herr. Gedenke die Entkräftigungen und Leiden und Verwundungen, die du am hohen Marterholz angenagelt erduldet hast. Alle deine Glieder waren zerrissen, keines blieb an seiner Stelle. Kein Schmerz war deinem Schmerz vergleichbar, und von den Fußsohlen bis zum Scheitel deines Hauptes blieb nichts unverletzt. Dennoch hast du trotz aller Schmerzen deinen Vater für deine Feinde liebevoll angefleht. Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wegen dieser Liebe und Barmherzigkeit und bei der Erinnerung an diese Schmerzen verleihe uns allen, Herr Jesus, dass dieses Gedenken an deine bittersten Leiden alle unsere Sünden vollkommen tilge. Amen. Für all deine Geschöpfe, Herr, liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus. Hab Erbarmen mit allen Sündern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das fünfte Gebet. O geliebter Herr Jesus, du bist der Spiegel der ewigen Klarheit. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, Herr, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge ich mich vor allem, was du erlitten und vollbracht hast für uns, Herr. Denke an jene Verdienste, die du hattest, als du im Spiegel deiner reinsten Majestät zwar deine Auserwählten sahst, die vorherbestimmt waren, durch das Verdienst deiner Leiden gerettet zu werden, aber auch die Verwerfungen der Bösen, die so zahlreich verdammt werden. Erinnere dich an die unergründliche Tiefe deiner Erbarmung für unglückliche und hoffnungslose Sünder, mit denen du Mitleid hast. Sogar zu einem Schächer sagtest du am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich bitte dich, milder Jesus, erweise mir deine Barmherzigkeit in der Stunde meines Todes. Amen. Für alle deine kostbaren Geschöpfe, Herr, liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Amen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus. Hab Erbarmen mit allen Sündern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das sechste Gebet.
O Herr Jesus, du bist ein liebenswürdiger und sehr begehrenswerter König. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preis ich dich und verbeuge ich mich für alles, was du, Herr, für uns erlitten und vollbracht hast. Amen. Denke an die Verdienste, die du hattest, als du entblößt und erbarmungswürdig am Kreuz hingst und deine Freunde und Bekannte dich verlassen hatten. Niemanden fandest du, um dich zu trösten. Nur deine verehrte Mutter stand dir während deines Todeskampfes getreulich bei. Du hast sie, deinem Jünger, mit den Worten anvertraut: Sie, deinen Sohn. Und zu deinem Jünger: Sie, deine Mutter. Ich bitte dich, milder Herr Jesus, beim Schwert der Schmerzen, das dabei ihre Seele durchdrang, habe Mitleid mit mir und mit all deinen Kreaturen in allen Trübsalen und Bekümmernissen des Leibes und der Seele. Gewähre uns Trost in allen unseren Bedürfnissen. Für alle deine Geschöpfe liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßt seist du, liebreichster Jesus Christus. Hab Erbarmen mit allen Sündern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das siebte Gebet. O Herr Jesus, du bist der unschöpfbare Quell der Barmherzigkeit. In und mit und für alle Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge ich mich vor dir, Herr, für alles, was du für uns erlitten und vollbracht hast. Amen. Aus tiefer, sehnsuchtsvoller Liebe sprachst du am Kreuz: Ich habe Durst. Du hattest Durst nach dem Heil des Menschengeschlechtes. Entzünde in uns, wir bitten dich, das Verlangen, alles vollkommen zu tun. Kühle und lösche in uns voll und ganz den Durst nach sinnlichen Begierden und die Liebe zu weltlichen Genüssen. Ja, Herr, befreie uns von aller materieller Verstrickung. Für alle deine Geschöpfe, Herr, liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßt seist du, liebreichster Jesus Christus. Habe Erbarmen mit allen Sündern. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das achte Gebet. O Herr Jesus, du bist die Wonne der Herzen und die erlesene Lieblichkeit des Geistes. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dich, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge ich mich vor dir, Herr, für alles, was du für uns erlitten und vollbracht hast. Essig und Galle schmeckten widerlich. Beides hast du am Kreuz für uns getrunken. Gewähre uns, armen Sündern, dass wir das Blut deines Leibes jederzeit empfangen und das in der Stunde unseres Todes zum Heil und Trost unserer Seelen würdig genießen. Amen. Für alle deine Geschöpfe, Herr, liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus. Habe Erbarmen mit allen Sündern. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das neunte Gebet. O Herr Jesus, du bist die königliche Kraft und die Freude des Geistes. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge ich mich vor dir, Herr, für alles, was du für uns erlitten und vollbracht hast. Erinnere dich an die Angst bei deinem Sterben, an die Bitterkeit des Todes und den Spott der Juden. Verlassen riefst du mit lauter Stimme zu Gott, deinem Vater. Heli, Heli, Lama Sabbatani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen dieser Angst bitte ich dich, verlass mich nicht in den Ängsten meines Todes, Herr, mein Gott. Für alle deine Geschöpfe, Herr, liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus. Habe Erbarmen mit allen Sündern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das zehnte Gebet. O Herr Jesus, du bist Anfang und Ende, Einheit und Tatkraft in jeder Gemeinschaft. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge ich mich vor dir, Herr, für alles, was du für uns erlitten und vollbracht hast. Denke daran, dass du dich vom Scheitel deines Hauptes bis zu deinen Fußsohlen für uns in das Meer der Leiden versenkt hast. Wegen der Freigebigkeit und Größe deiner Wunden lehre uns mit wahrer Liebe, die Fülle deiner Weisungen gar sehr zu beachten. Für alle deine Geschöpfe, Herr, liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus. Hab Erbarmen mit allen Sündern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das elfte Gebet. O Herr Jesus, deine Barmherzigkeit ist unergründlich. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge ich mich vor dir, Herr, für all das, was du für uns erlitten und vollbracht hast. Deine Wunden waren so tief, dass sie dein Fleisch und das Mark der Knochen und deine inneren Organe durchdrangen. Ich bitte dich daher, ziehe mich, der ich in Sünden versunken bin, heraus und verbirg mich so lange in den Tiefen deiner Wunden,
vor deinem zornerfüllten Angesicht, bis dein Unwille vergangen ist. Für alle deine Geschöpfe, Herr, liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus, habe Erbarmen mit allen Sündern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das 12. Gebet. O Herr Jesus, du bist der Spiegel der Wahrheit, das Zeichen der Einigkeit und das Band der Liebe. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge mich vor dir, Herr, für alles, was du für uns erlitten und vollbracht hast. Erinnere dich an deine unzähligen Wunden, mit denen du von der Höhe deines Hauptes bis hinunter zu den Füßen bedeckt warst. Gottlose Menschen zerfleischten dich. Mit deinem heiligsten Blut wurdest du gerötet. Du hast die Unzahl der Wunden an deinem makellosen Fleische, o milder Jesus, für uns geduldig ertragen. Was hättest du darüber hinaus noch tun sollen, das du nicht getan hast? Schreibe, ich bitte dich, alle deine Wunden mit deinem kostbaren Blut in mein Herz, damit ich darin deine Leiden und deine Liebe lese und das Andenken daran in der Tiefe meines Herzens stets erhalten bleibe. Möge das Gedächtnis an deine Schmerzen und Leiden in mir täglich erneuert werden und meine Liebe zunehmen, bis ich zu dir, begehrenswerter Schatz, alles Guten und aller vollkommenen Freuden komme. Dies gewähre mir, liebreichster Jesus, und all deinen Geschöpfen während unseres Lebens. Für alle deine Geschöpfe liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus. Habe Erbarmen mit allen Sündern. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das 13. Gebet. O Herr Jesus, stärkster Löwe, unsterblicher und unüberwindlicher König, in und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge mich vor dir, o Herr, für alles, was du für uns erlitten und vollbracht hast. Erinnere dich an den Schmerz, den du erlitten hast, als alle Kräfte deines Leibes und deines Herzens dich gänzlich verließen. Mit geneigtem Haupte sagtest du: Es ist vollbracht. Wegen dieser deiner Angst und Schmerzen erbarme dich meiner und all deiner Geschöpfe, wenn zuletzt auch unser Leben vollbracht ist und wenn beim Sterben unsere Seele unmöglich voll Angst und unser Geist verwirrt sein werden. Amen. Für alle deine Geschöpfe liebe ich dich, o Herr, in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus. Habe Erbarmen mit allen Sündern. Amen. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das 14. Gebet. O Herr Jesus, du bist der Eingeborene des Allerhöchsten Vaters. Du bist der Glanz und das Abbild seines Wesens. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge ich mich vor dir, Herr, für alles, was du für uns erlitten und vollbracht hast. Erinnere dich, wie du deinen Geist vertrauensvoll dem Vater empfohlen hast, indem du sprachst: Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Mit zerrissenem Leib und gebrochenem Herzen hast du, um uns loszukaufen, laut rufend deine innerste Barmherzigkeit für uns weit geöffnet und deinen Geist aufgegeben. Durch deinen kostbarsten Tod bitte ich dich, König der Heiligen, stärke mich und alle deine Geschöpfe, um dem Teufel, dem Fleisch und Blut zu widerstehen, damit wir der Welt abgestorben nur in dir alleine leben mögen. Nimm nach unserem Tod am jüngsten Tag unseren fremdgewordenen und unsteten Geist, wenn er zu dir zurückkehrt, bei dir auf. Für alle deine Geschöpfe liebe ich dich im göttlichen Willen. Gegrüßt seist du, liebreichster Jesus Christus, habe Erbarmen mit allen Sündern. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das 15. Gebet. O Herr Jesus, du bist der wahre, fruchtbringende Weinstock. In und mit und für alle deine Geschöpfe danke ich dir, liebe ich dich, preise ich dich und verbeuge ich mich vor dir, Herr, für alles, was du für uns erlitten und vollbracht hast. Erinnere dich an die überreiche und restlose Vergießung deines Blutes, das, wie aus der Traube gepresst, aus deinem Körper reichlich geflossen ist. Du hast am Kreuz die Kälte ganz allein getreten. Aus deiner von der Lanze eines Kriegsknechtes durchbohrten Seite hast du uns Blut und Wasser gegeben, sodass nicht ein einziger Tropfen zurückblieb. Wie ein Büschel Myrrhe hingst du schließlich oben am Kreuz. Dein zartes Fleisch erblasste, deine inneren Organe trockneten ein und das Mark deiner Gebeine schwand dahin. Ich bitte dich, liebreichster Jesus, durch dieses bitterste Leiden und die Vergießung deines kostbarsten Blutes, verwunde unsere Herzen, damit Tränen der Buße und der Liebe unsere Nahrung seien bei Tag und bei Nacht. Unsere Lebensweise möge dir angenehm und wohlgefällig sein. Das Ende unseres Lebens sei so lobenswert, dass wir verdienen, dich mit allen deinen Heiligen in Ewigkeit zu loben. Für alle deine Geschöpfe liebe ich dich in deinem göttlichen Willen. Gegrüßet seist du, liebreichster Jesus Christus.
habe Erbarmen mit allen Sündern. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ja, o göttlicher Heiliger, dreieiniger Gott, möge dein göttlicher Wille sich in deiner ganzen Schöpfung und in all deinen Geschöpfen manifestieren, damit deine Herrlichkeit an allem und in allem zu jeder Zeit offenbar werde. Amen.